Grüezi, Servus und Hallo und Buongiorno, könnte man sagen, denn heute dreht sich mal alles um ein italienisches Auto, nämlich diesen wunderschönen Fiat 500 in der Riva-Variante. Hier habe ich mir gedacht, werde ich mal zwei verschiedene italienische Politurhersteller ausprobieren. Einerseits die neuen Polituren von Rupes, andererseits die Polituren von Labo Cosmetica und euch ein bisschen von den Erfahrungen berichten, wenn ich hier das wunderbare Auto von Community-Mitglied Marc mit ihm zusammen poliere und aufbereite. Ich würde sagen, wir starten mal damit, dass wir uns diesen schicken kleinen Flitzer mal genauer anschauen. Der Riva war eine Sonderausstattung, der auch so ein bisschen an die Riva-Boote erinnern soll. Hier haben wir einen schönen Schriftzug, hier haben wir eine Dekorleiste, das ist Folie, die sich einmal quer ums Auto zieht. Wunderschöne dunkelblaue Metallicfarbe. Ihr seht aber da schon, haben da so ein paar Hologramme und Swirls drin, die polieren wir dann raus. Das Auto hat erst 8000 Kilometer. Sehr schöne Felgen, wunderbar passend zum Auto. Aber das, was den Riva vor allem ausmacht, ist dann eben dieses Dekorholz im Innenraum. Finde ich persönlich wunderschön. Ist hier auch nochmal drin am Schaltknauf. Und dann hier auch diese sehr edle weiße, hellbeige Lederausstattung, nochmal mit dem Riva-Schriftzug. Sehr, sehr schickes Auto, muss ich sagen. Und bevor wir mit dem Polieren starten, würde ich sagen, unterziehen wir dem jetzt einem vollen Waschprogramm. Für die Felgen haben wir den Tuga Grün vorbereitet, hier im P21S Drucksprüher von Dr. Wack. Dann werden wir das Ganze einschäumen mit einer Mischung aus dem ADBL Yeti der aktuellen Variante in der Chemical Berry Duft Variante. Dann noch einen Schuss vom Nanolex Pre-Wash Concentrate, einfach um hier nochmal ein bisschen mehr Reinigungsleistung zu erzeugen, weil Marc hat mir gesagt, hier ist noch eine Nassversiegelung drauf. Nehmen wir die MATCC Schaumlanze, die Sebastian euch schon gezeigt hat. Schließen das Ganze an einen Kercher K7 an. Wascheimer stehen auch schon bereit mit allen möglichen Bürsten für die Felgen noch dazu. Und als Shampoo haben wir uns einerseits das G-Technik G-Wash ausgesucht, sehr hochkonzentriert, riecht wunderbar nach Kirsche, sehr, sehr schönes Gleitverhalten auch. Und dann werden wir in der zweiten Runde auch noch mit dem Wash Plus rübergehen, einfach um sicher zu sein, dass hier nichts mehr drauf ist. Und anschließend haben wir hier noch die Petzolds Weiß, nicht mein Favorit, aber Marc hat sich hier die ausgesucht, zusammen mit der Liquid Elements Clay Loop. Und ich würde sagen, ihr seid jetzt live dabei, wenn wir hier uns um diesen schicken, kleinen italienischen Flitzer kümmern. Das, worum es in diesem Video eigentlich geht, sind die zwei Politurserien, einerseits von Labo Cosmetica, andererseits von Rupes, die ich jetzt hier an diesem Auto zusammen mit dem Marc anwenden und nutzen werde. Und dann im Anschluss am Ende von diesem Video werde ich euch ein bisschen was zu meinen Erfahrungen mit diesen Polituren weitergeben. Denn das ist natürlich nicht das erste und das einzige Auto, auf dem ich sie verwendet habe. Ich nutze die jetzt schon ein paar Monate. Deswegen wird das auch sozusagen ein Langzeittestbericht sein. Bei Labo Cosmetica haben wir einerseits die Audace. Das ist eine Cut-Politur, eine relativ scharfe,
aggressive Cut-Politur und dann auch noch die Leale, also eine Medium-Cut-Politur. Eine Feinschleifpaste, eine Finishing-Politur, eine reine hat Labokosmetika nicht im Angebot, denn die zwei, die es gibt, enthalten zusätzliche Füller oder Inhaltsstoffe, die als Primer gerade für Keramikversiegelungen dienen. Die Fiero ist eine relativ spannende Politur, weil hier verspricht Labokosmetika, dass das, was auf dem Lack hinterlassen wird, eben nicht dazu führen soll, dass Versiegelungen danach nicht mehr anhaften können. Das ist eine relativ mutige Aussage und die werde ich dann in einem zukünftigen Video noch untersuchen. Aber für dieses Video jetzt hier nur die Audace, die Leale, also eine Cut und eine Medium-Politur. Zweite Serie hier von Rupes, das ist für mich ein absolut perfektes Beispiel von einem modernen Poliersystem, weil wir haben hier die Core, die DA Cores, das ist die blaue hier. Blau war bei Rupes immer schon die Farbe für die Cut-Sachen, also auch bei den Pads. Dann haben wir hier die DA Fine in Gelb. Gelb war immer eigentlich die Farbe für Medium bzw. dann fürs Finishen. Und dann haben wir hier noch die Uno Pure, das ist eine Ultrafein-Politur, vergleichbar mit der Mencerna 3800. Der Grund, wieso ich sage, dass das für mich ein perfektes Beispiel für ein modernes Poliersystem ist, folgender. Aus meiner Sicht braucht man heute eigentlich nur noch eine sehr, sehr scharfe, eine gut funktionierende Cut-Politur, die sich aber trotzdem schön ins Finish fahren lässt. Danach, weil gar nicht so viele Hologramme oder ein Haze, ein Grauschleier hinterlassen wird, reicht es eigentlich, wenn man eine Finish-Politur verwendet und danach ist man fertig. Und dann hat man eben noch zusätzlich mittlerweile häufig die Situation, gerade bei dunklen, gerade bei schwarzen, insbesondere bei unischwarzen Lacken, und wenn die auch noch sehr weich sind, gerade bei Japanern sehr häufig, dass man eine Politur braucht, die sich ins absolute Hochglanzfinish fahren lässt, aber dann auch sehr einfach wieder vom Lack runternehmen lässt, ohne dass man mit IPA oder sonstigen Entfernern dahinter muss und sich dann wieder Kratzer in so einen weichen Lack reinzieht. Und gerade für diese Fälle ist die Uno Pure gedacht. Und deswegen ist das für mich, wie gesagt, das absolut perfekte Beispiel von modernen Polieren, weil eigentlich braucht man nur noch zwei, allerhöchstens drei Polituren. Und dieses klassische Cut, Medium und Finish, das braucht man aus meiner Sicht einfach nicht mehr, gerade wenn man das mit vernünftigen Pads kombiniert. Aber ich würde sagen, Marc und ich polieren jetzt hier dieses ganze Auto. Ihr seid live dabei und im Anschluss erzähle ich euch ein bisschen mehr über meine Erfahrungen mit diesen Polituren.
So, der Fiat 500 vom Marc ist nun fertig poliert. Es ist wirklich, wirklich schön geworden. Das Auto hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil das ein sehr angenehmer Lack war, der sehr, sehr schön und gut auf die Polituren hier reagiert hat. Wir haben das Auto danach auch noch versiegelt. Das Dach mit der Dr. Wack Cabrio-Verdeckversiegelung. Hier natürlich wie immer perfekt vorher das Dach vorbereitet, gewaschen, die ganzen Reinigerreste rausgenommen, das ganze Auto dann mit Malerkrepp abgeklebt, dann die Versiegelung aufgesprüht mit den Handschuhen. Achtet hier auch auf euren Schutz. Wir haben da auch Masken getragen, nochmal einmassiert und das Ganze dann natürlich noch einen Tag stehen lassen. Und den Lack haben wir mit der Sonax CC Evo behandelt und auch da hat der Lack wunderbar reagiert. Wir hatten nicht eine Sekunde mit irgendwelchen Schlieren oder Highspots oder sonst was zu kämpfen. Also das war sehr, sehr, sehr angenehm. Aber der Grund für dieses Video waren und sind ja diese Polituren von Rupes und von Labo Cosmetica. Und über die möchte ich euch jetzt noch ein bisschen was erzählen. Wir fangen mit den Polituren von Rupes an, und zwar der DA Course. Eine wichtige Information schon mal vorweg: Rupes hat mit der neuen Politurlinie, die sie hier eingeführt haben, ihr Politur- und dann auch ihr Pad-Sortiment massiv vereinfacht, weil es gab früher mehrere verschiedene Polituren, je nachdem, ob ihr hier eine Rotationspoliermaschine, eine Exzenter oder eine zwangsangetriebene Exzenter hattet. Und gerade mit der Einführung der Rupes Miller, also der Zwangsexzenter-Maschine von Rupes, kamen eben verschiedene Polituren auf den Markt, und da hat das Rupes jetzt massiv vereinfacht und gesagt, die DA Course, und DA steht eben dafür, dass ihr diese Politur eben für alle Maschinen mit einem DA oder eben Dual Action Antrieb, also einem Exzenter Antrieb, verwenden könnt und auch solltet. Diese Polituren hier werden dann langsam aus dem Markt rausgenommen, bis auf die Rotary Course. Die Politur ist schon nochmal speziell auf die Bedürfnisse von einer Rotationspoliermaschine ausgelegt. Das heißt, die hier bleibt im Programm. Das Äquivalent in Gelb, also die Medium- bzw. Finish-Politur für die Rotationspoliermaschine, bleibt auch im Programm, aber die Uno Pura, und deswegen sieht die auch hier komplett anders aus und ist in Weiß gehalten, die wiederum ist für alle drei Arten von Maschinen, also Exzenter, Zwangsexzenter und Rotationspoliermaschinen. Das nur als Randbemerkung, aber alleine daran schon merkt ihr, dass hier bei Rupes ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat, und ich habe es ja vorher schon gesagt, das ist für mich ein absolut perfektes Beispiel für ein modernes Poliersystem, was auf die Bedürfnisse von uns Hobbyisten oder von professionellen Aufbereitern hin entwickelt wurde. Was mir jetzt bei der DA Course aufgefallen ist: die DA Course hat einen sehr, sehr guten Cut, aber ähnlich wie es zum Beispiel die Mentana 400 aufweist oder auch die neue Car Pro Ultra Cut, sie hat diesen Cut nur relativ kurz und insbesondere über die ersten paar Bahnen hinweg. Das heißt, ihr müsst hier tendenziell eher mit kleineren Flächen arbeiten, und es bringt auch nicht ganz so viel, wenn ihr diese Politur hier lange oder ewig lange ausfahrt, denn wie gesagt, sie weist ihren Cut relativ schnell auf. Und sie weist ihn über eine relativ kurze Zeit auf. Das heißt, das hier ist eine wunderbare Politur für Leute von euch, die sehr gerne schnell polieren, die mit viel Druck polieren und die sehr schnell vorankommen wollen. Das heißt, Leute wie ich, die Polituren lieber langsam, mit wenig Druck, mit niedriger Drehzahl, aber dafür lange ausfahren, die werden mit dieser Politur nicht ganz so zufrieden sein. Wobei das gar nicht heißen soll, dass sie dann gar nicht funktioniert. Aber da gibt es wieder Polituren, und da denke ich gerade an diejenigen von Sonax oder dann eben auch hier bei Labo Cosmetica, die würden dann ein bisschen besser funktionieren. Vom Cut-Level her, und da ist es ja üblich, dass man gerade bei diesen Cutting-Polituren das auch in Anschliffen angibt, soll die neue Rupes DA Course Anschliffe von bis zu einem Level von 1500 entfernen können. Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, ich stelle die mal schnell wieder weg, die DA Course, lustigerweise aber dann auch die Uno Pura, reagiert relativ sensibel in Bezug auf ihre Performance auf eure Wahl der Pads. Gerade wenn es um die Frage geht, wie sehr diese Politur staubt und wie gut das Finish ist. In Kombination mit sowas wie dem Mikrofaser oder einem Woll- oder einem Hybrid-Woll-Pad hat die Politur hier wirklich, wirklich einen guten Cut, hinterlässt auch ein einigermaßen gutes Finish. Aber mit solchen Pads und scharfen Cut-Polituren werdet ihr halt immer auch das Risiko von einem Grauschleier haben, und das werdet ihr auch nicht reduzieren können. Wenn ihr wiederum Schaumstoff-Pads verwendet, und ich habe es jetzt hier für den Fiat mit dem Cochemi Heavy Cut Pad und dem neuen Liquid mit Elements Cutting Pad verwendet, dann könnt ihr diese Politur doch relativ gut in ein sehr schönes Finish fahren. Im besten Fall, und wenn der Lack das auch hergibt und da mitmacht, kann man diese Politur auch schon mal als One-Step verwenden, weil wenn man da nicht zu genau hinsieht und nicht mit dem schärfsten Licht dran geht und die Ansprüche nicht auch entsprechend hoch sind an das Finish, dann, wie gesagt, geht die Politur hier schon mal auch als One-Step-Politur durch. Aber was mir eben auch aufgefallen ist:
Die Frage, ob diese Politur staubt, hängt auch relativ stark davon ab, welche Pads ihr verwendet. Wenn ihr relativ geschlossenporige Pads verwendet, wobei Cutting Pads immer eher ein bisschen offener sind als Finishing Pads, aber jetzt zum Beispiel hier beim Kochemi oder beim Liquid Elements Pad, die sind doch innerhalb der Kategorie der Cutting Pads relativ geschlossen von der Porenstruktur her, da hat die Politur doch dazu geneigt, ein bisschen zu stauben, bei weitem nicht so schlimm, wie es jetzt zum Beispiel eine Menzerna 300, eine Kochemi H802 oder auch mal schon gerne die Carpro Clearcut tut. Wenn ihr dann aber wiederum ein Pad nehmt, das eine relativ offene Struktur hat, wie eben zum Beispiel das blaue Pad von Rupes, dann wird dieser Staub relativ gut in diesem Pad eingefangen und dann staubt sie wiederum weniger. Aber bei diesen relativ offenporigen Pads erreicht ihr dann wiederum nicht ganz so ein schönes Finish. Das heißt, wenn ihr hier eher im One-Step-Verfahren arbeitet und euch ist ein bisschen Staub egal, dann könnt ihr hier zu diesen eher geschlossenporigen Pads greifen, die ein relativ schönes Finish hinterlassen. Wenn ihr eher auf der Seite sagt, dass ihr sagt, das Finish ist euch egal, weil ihr sowieso nochmal in einem zweiten, im schlimmsten Fall sogar mit einem dritten Schritt, mit einer Feinschleifpaste über den Lack drüber geht und ihr eher das Stauben vermeiden wollt, dann sucht euch hier eher Pads aus, die eine relativ offene Zellstruktur haben. Und das hat man hier bei der DA Course relativ schön gesehen. Der Abtrag ist wie bei allen Cutting-Polituren, und das ist halt etwas, was man wunderbar sieht, wenn man verschiedene Polituren miteinander vergleicht, eher auf der schwierigen Seite. Aber wieder, wenn wir uns innerhalb der Kategorie der Cutting-Polituren bewegen, dann gibt es da schon noch welche, die deutlich schwieriger in der Abnahme sind. Deswegen würde ich sagen, die Abnahme ist hier nicht wirklich ein großes Problem. Aber das ist eine sehr schöne Überleitung zur DA Fine, weil hier ist so ziemlich der einzige Nachteil oder das, was mir nicht ganz so gut gefällt, eben die Abnahme, weil das hier eine relativ ölige Politur ist. Das heißt nicht unbedingt, dass hier Öle als Schmierstoffe drin sind, weil da gibt es auch noch andere Inhaltsstoffe, die das bewirken könnten. Aber gerade wenn ihr dazu tendiert, zu viel Politur zu verwenden und wenn ihr sie nicht ganz zu Ende ausfahrt, dann ist es relativ schwierig, sie vom Lack abzunehmen. Nicht, weil sie auf dem Lack kleben bleibt, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass sie relativ ölig ist und man relativ oft über die gleiche Stelle drüber wischen muss, bis auch der letzte der öligen Rückstände hier vom Lack dann entfernt wurde. Aber wie gesagt, das hier so ziemlich der einzige Nachteil, weil mein Eindruck von der DA Fine war und ist, dass sie relativ ähnlich zur Sonax X0406 ist, und ich glaube auch Rupes hat sich hier diese Politur als Vorbild genommen, als sie diese hier entwickelt haben, weil sie weist ein unglaublich breites Spektrum an Eigenschaften aus, das von Cut bis zu Finish reicht. Und das beste Indiz dafür ist, dass diese Politur hier eben die alte grüne von Rupes und die alte gelbe zusammenführt und die Eigenschaften dieser beiden Polituren quasi zusammenfasst. Das heißt, ihr habt hier eine Politur, bei der ihr über die Wahl eurer Pads sehr, sehr schön steuern könnt, ob ihr eher viel Cut möchtet oder ob ihr ein absolutes Hochglanzfinish möchtet und ihr hier sogar mit Mikrofaser One-Step-Pads wirklich in einem Schritt sehr, sehr, sehr weit kommt, viele Lackdefekte entfernen könnt. Natürlich wird die niemals so viel Cut haben wie eine dedizierte Cut-Politur, aber das hier ist eine Politur, die aus meiner Sicht, wenn sie noch ein bisschen einfacher im Abtrag wäre, sehr, sehr nahe an das rankommt, was uns hier auf dem Kanal an der Sonax X0406 oder auch an der Sonax Perfect Finish so gut gefällt. Auch die DA Fine staubt leider Gottes ein ganz, ganz kleines bisschen, ist also nicht ganz so staubfrei wie die Sonax Polituren zu verarbeiten. Aber was mir wiederum hier gefällt ist, es ist absolut egal, welches Pad ihr hier verwendet. Die Politur hier funktioniert mit allen Pads sehr, sehr gut und da gibt es auch keine so großen Unterschiede wie bei den anderen beiden Polituren, die dann doch ein bisschen stärker auf eure Padwahl reagieren. Insgesamt also eine sehr, sehr, sehr schöne Medium Cut Politur, die sich für mich persönlich wirklich bei den Top-Favoriten unter den Polituren einreiht. Und damit kommen wir dann schon zur letzten, nämlich der Rupes Uno Pure. Das hier ist vom Konzept her eine sehr, sehr spannende Politur, weil es gar nicht so viele andere Polituren wie diese hier gibt, nämlich eine ultrafeine Finish-Politur, vergleichbar mit der Menzerna 3800, weil was nämlich hier viele andere Hersteller mittlerweile gemacht haben, ist, wenn sie auf so eine ultrafein-Finishing-Politur gehen, dass diese dann gleichzeitig auch noch irgendwelche Füller enthält oder als Primer dienen. Gerade wenn ich mir das Sonax-Sortiment anschaue, dann fehlt da aus meiner Sicht so eine Politur, die keine Füller, Öle, Wachse oder sonst was enthält. Weil die sogenannte Final-Politur von Sonax, die enthält dann wieder sowas. Auch Labo Cosmetica hat mit der Fiero nur einen sogenannten Primer im Angebot. Kochemi, die grüne Reihe von den Polituren, die enthalten auch alle noch irgendwelche Zusatzstoffe. Carpro Essence ist ein weiteres Beispiel für so einen Primer. Also, wie gesagt, da gibt es nicht ganz so viel
viele Alternativen am Markt und deswegen ist das hier wirklich eine wunderschöne Ausnahme. Auch die ist wieder relativ ölig, was dazu führt, dass sie in der Abnahme nicht ganz so einfach ist, gerade wenn man zu viel verwendet. Man braucht hier wirklich nur eine ganz, ganz kleine Menge an Politur, um die Wirkung hier zu entfalten. Aber die Menzerna 3800 gefällt mir persönlich hier von der Abnahme her noch ein kleines bisschen besser. Und was mir hier eben auch aufgefallen ist, die Politur reagiert auch wieder relativ stark auf die Wahl eurer Pads. Denn es gibt hier zwei Philosophien bei den Pad-Herstellern. Wir haben hier einmal Beispiele von ADBL, das schwarze Finish Pad. Wir haben hier das neue von Liquid Elements, das Ceiling Pad und die Lake Country Force Disc hier, auch in dieser schwarzen Ultra-Finishing-Variante. Diese Pads hier sind alle sehr, sehr, sehr weich, wenn ihr hier drauf drückt. Die geben also relativ stark nach, damit ihr hier eben keinen Druck auf den Lack drauf kriegt. Und das sind Pads, die wunderbar funktionieren können, wenn ihr es mit sehr weichen, empfindlichen, insbesondere dunklen und häufig auch unischwarzen Lacken zu tun habt. Aber es gibt eben auch andere Hersteller und hier zum Beispiel das Finishing Pad von Gion, das weiße Finishing Pad von Rupes oder auch eben das lilane Finishing Pad von Cochemie. Die hier sind deutlich stauchhärter, als es eben diese anderen Pads sind. Und da muss ich sagen, weil Rupes eben selber ein relativ stauchhartes Pad verwendet, hatte ich das Gefühl, dass die Rupes Uno Pure mit so relativ stauchharten Finishing Pads ein kleines bisschen besser funktioniert. Das heißt nochmal ein kleines bisschen ein schöneres Finish erzeugt und sich dann auch ein kleines bisschen besser ausfahren lässt, weil ich das Gefühl habe, dass man durch diese Pads mit einer gewissen Stauchhärte ein kleines bisschen mehr Druck auf den Lack kriegt und sich die Polierkörper, die da drin sind, dann wahrscheinlich auch schöner ausfahren. Also, da klare Empfehlung mit der Rupes Uno Pure, holt euch da eher Finishing Pads mit einer gewissen Stauchhärte. Und das war so mein Eindruck hier von den neuen Rupes Polituren. Dann kommen wir jetzt noch zu den Polituren von Labo Cosmetica. Hier stehen nur zwei, weil, wie gesagt, Labo Cosmetica keine reine Finish-Politur im Angebot hat, sondern dann eben die sogenannte Fiero eher ein Primer ist, der noch was auf dem Lack hinterlassen soll. Wobei Labo Cosmetica hier verspricht, dass dieses Produkt hier im Gegensatz zu vielen anderen, gerade Car Pro Essence, gerade dem Gion Primer, eben nicht verhindern soll, dass Versiegelungen am Lack andocken können. Und das werde ich mir definitiv in einem zukünftigen Video dann noch anschauen. Aber jetzt hier am 500 und auch sonst schon bei einigen anderen Autos habe ich die Audace und die Leale verwendet. Reden wir zuerst mal über die Audace. Das ist für mich aktuell so ziemlich eine der aggressivsten, eine der am besten cuttendsten Polituren, die es auf dem Markt gibt. Labo Cosmetica spricht hier von einem Cutting Level, das selbst einen 1000er Anschliff noch entfernen können soll und trotzdem soll die Politur sich relativ weit ins Finish hochfahren lassen. Und das kann ich definitiv auch bestätigen, wobei das wiederum hier ein bisschen von der Wahl eurer Pads abhängt. Wenn ihr die Audace mit einem Mikrofaserpad, einem Wollpad oder einem Hybrid-Wollpad kombiniert, Labo Cosmetica hat hier übrigens wiederum selbst spezielle Wollpads im Angebot, dann ist das hier schon eine ziemliche Waffe. Also wenn ihr es mit einem absolut übelst verkratzten, verwitterten und vergrauten Lack zu tun habt, dann funktioniert diese Politur hier aus meiner persönlichen Sicht auf einem Level wie die Sonax Ultimate Cut 6 Plus, wie die Cochemie H802 oder die neuere H901, wie eine Car Pro Clear Cut oder Ultra Cut oder dann auch sowas wie die Menzerna Heavy Cut 1000. Wobei die Audace da wieder einen kleinen Vorteil gegenüber vielen von diesen Polituren hat. Einerseits staubt sie sehr wenig, nicht ganz so wenig, wie es die Sonax-Polituren tut, aber definitiv weniger als die Mezerna, als die Cochemie und in der Regel auch als die Car Pro-Polituren. Und was man definitiv merkt, gerade wenn man diese Politur hier mit sowas wie einem Mikrofaser-Woll- oder Hybrid-Woll-Pad verwendet, ist, dass die Lackfläche und auch die Pads relativ lange kühl bleiben. Das heißt, das trägt auch wiederum zur Haltbarkeit eurer Pads bei und führt dazu, dass es in der Regel ein relativ schönes Finish ohne viel Grauschleier gibt. Aber auch hier wieder, wenn ihr halt aggressive Pads verwendet, dann werdet ihr immer das Risiko auch von einem Grauschleier haben. Trotzdem, dass die Politur ein kleines bisschen dickflüssiger ist, gerade im Vergleich mit den Sonax-Polituren oder auch der DA Course von Rupes, finde ich sie im Abtrag genau gleich schwierig oder eben nicht schwierig wie die DA Course. Einmal mehr hier der Hinweis, Cut-Polituren sind immer ein bisschen schwieriger abzutragen, deswegen verwendet man hier dann besser auch relativ kurzflorige, aggressive Tücher, um die Politur abzunehmen. Man kann dann mit einem weicheren, hochflorigeren nochmal nachwischen. Aber hier in diesem
Punkt geben sich diese beiden Polituren nichts und sind genau gleich schwierig oder eben nicht schwierig abzunehmen. Von der Konsistenz her ist die Labo Cosmetica auch wieder ein bisschen anders. Sie ist nicht so flüssig wie die Sonax Polituren. Sie ist eher auf der dickflüssigen Seite. Nicht ganz so dickflüssig, wie es die Kochemi Polituren sind. Aber lustigerweise führt das nicht dazu, dass sie sich auf dem Lack dann anders verhält, weil man kann diese Politur hier relativ lange und auch relativ lange mit diesem sehr, sehr schönen Cut-Level fahren. Und das wiederum bedeutet, wenn ihr die Politur mit einem Schaumstoffpad kombiniert, dann funktioniert die Politur hier auch wieder ähnlich wie die Rupes DA Coarz ganz, ganz klar auch als One-Step-Politur, mit der ihr sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielen könnt. Für mich persönlich ist das hier eine absolute Top-Cutting-Politur, die sich definitiv dieses Jahr in die Riege meiner Favoriten einreihen wird. Das gleiche gilt so ein bisschen für die Labo Cosmetica Leale, also die Medium Cut Politur, wobei ich persönlich würde die auf ein Level mit der DA Fine stellen. Das heißt, die Eigenschaften von dieser Politur weisen ein unglaublich breites Spektrum von Cut bis Finish auf, je nachdem mit welchen Pads ihr sie kombiniert. Und was noch dazu kommt, auch die ist wieder ein bisschen dickflüssiger, als es andere Polituren wie eben zum Beispiel von Sonax oder auch von Rupes sind. Aber auch die lässt sich ein bisschen länger und schöner fahren und vor allem der Abtrag funktioniert deutlich besser und einfacher, als es bei Rupes der Fall ist, weil sie eben nicht ganz so eine ölige Politur ist. Die Leale soll Anschliffe bis zu einem Level von 2500 entfernen können, liegt da also auf einem Level mit vielen, vielen anderen Polituren, wie jetzt zum Beispiel der Mencerna 2500, der Fine Cut von Kochemi, damit ihr das auch hier von ihrer Aggressivität entsprechend einordnen könnt. Jetzt habe ich euch mit relativ viel Informationen zu den neuen Polituren von Rupes und den schon ein bisschen länger verfügbaren Polituren von Labo Cosmetica bombardiert. Ich glaube aber, was vielen von euch mehr helfen wird beim Verständnis, wie gut oder wie schlecht diese Polituren sind, wenn ich sie so ein bisschen versuche einzuordnen im Sortiment von Polituren von anderen Herstellern. Für mich persönlich sind und bleiben die Polituren von Sonax aktuell so ziemlich der Klassenprimus, weil sie sich unglaublich einfach verarbeiten lassen, weil sie ein extrem breites Spektrum an Eigenschaften aufweisen, wo eben sowas wie eine X0406 und eine Perfect Finish von relativ viel Cut bis ins absolute Hochglanzfinish sich fahren lassen oder sowas wie eben eine Ultimate Cut 6 Plus trotz ihrem extrem hohen Cut-Level sich immer noch sehr, sehr schön in ein Finish reinfahren lässt. Die Polituren sind aus meiner persönlichen Sicht definitiv die staubärmsten, man könnte fast sogar sagen die staubfreisten, die es am Markt gibt. Sie sind preislich fair, sie sind einfach verfügbar und all das macht die Polituren aus meiner Sicht so ein bisschen zum Besten, was es im Moment auf dem Politurmarkt gibt. Mit einer kleinen Ausnahme, eine absolut reine Finishing-Politur ohne irgendwelche Zusatzstoffe gibt es im Sonax-Sortiment, zumindest im Profiline-Sortiment meines Wissens nicht. Und da verwende ich halt die Polish Angel Master Final Finish sehr, sehr, sehr gerne, weil sie halt wirklich ein absolut traumhaftes Finish hinterlässt und weil gerade der Abtrag hier der einfachste ist, den ich jemals bei einer Finish-Politur erlebt habe. Da kommt eigentlich nur die Mencerna 3800 so ein kleines bisschen ran, aber selbst die ist deutlich abgeschlagen, wenn es einfach um den einfachen Abtrag geht. Und wenn ihr es eben mit sehr empfindlichen, weichen, dunklen Unilacken zu tun haben, die unglaublich schnell wieder verkratzen, dann ist es eben wichtig, dass sich eine Finish-Politur einfach abtragen lässt und dass man sich nicht beim Abtragen mit dem Tuch schon wieder neue Kratzer reinzieht. Und in dieser Hinsicht ist halt die Polish Angel Master Final Polish für mich so ziemlich die geilste Finish-Politur, die ich schon mal ausprobiert habe. Danach kommen mit so einem kleinen Abstand für mich solche Polituren wie die von CarPro, die wirklich, wirklich gut funktionieren, die aber lösemittelbasiert sind, die so ein kleines bisschen anders arbeiten als die wasserbasierten Sonax-Polituren. Die Kochemi-Polituren zählen für mich immer noch zu welchen, die sehr, sehr gut funktionieren, die aber dann schon deutlich zum Stauben tendieren. Aber all diese Polituren haben aus meiner persönlichen Sicht, und ich weiß, dass ich mir jetzt wieder viel Hass reinziehen werde, die Mencerna-Polituren deutlich abgehängt, weil die Mencerna-Polituren funktionieren sehr, sehr gut. Sie haben ein sehr einfach verständliches System, gerade für Einsteiger. Aber, und das ist für mich der mit Abstand größte Nachteil, diese Polituren tendieren unglaublich stark zum Stauben, gerade die Cut-Polituren. Und gerade im Vergleich mit vielen anderen Cutting-Polituren tendieren halt gerade die sehr bekannte Mencerna 400 oder 300 dazu, dass sie nur über ein sehr, sehr kleines Fenster ihren Cut erzeugen. Das heißt, man muss mit sehr kurzen Zyklen und in sehr
sehr, sehr kleinen Abschnitten arbeiten, um hier einen ordentlichen Cut zu erzeugen. Und da gefällt halt mir persönlich sowas wie eine CarPro Clear Cut oder gerade auch eine Sonex Cut Max deutlich, deutlich besser. Und jetzt kommen wir eben dazu, wo ich diese Polituren einordnen würde. Die Labo Cosmetica Audace reiht sich für mich unter den besten Cut-Polituren ein. Ich würde die auf fast ein Level mit der Sonax Ultimate Cut 6 Plus oder der CarPro Clear Cut oder der CarPro Ultra Cut setzen. Das ist eine absolut herausragende, sehr, sehr gut funktionierende Cutting-Politur, die man sehr lange ausfahren kann, die Top-Ergebnisse produziert und sich eben trotzdem auch in ein relativ schönes Finish fahren lässt, sodass man danach mit einem zweiten Schritt in der Regel bei den meisten Lacken auch fertig ist. Das ist eine sehr, sehr schöne Cutting-Politur. Die Leale ist für mich die deutlich bessere Wahl als zum Beispiel eine Menzerna 2500, eine Cochemy F601 und ist für mich aufgrund der Bandbreite ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten auf einem Niveau wie zum Beispiel eine CarPro Fixer. Also auch da würde ich sagen, die reiht sich schon irgendwo hier oben ein. Das Spannende bei Rupes ist, man merkt hier einfach, dass innerhalb von Rupes so ein bisschen was passiert ist. Rupes will sich als Hersteller im Bereich der automobilen Oberflächenveredelung halt wirklich als Marktführer etablieren. Angefangen hat das Ganze bei den Maschinen, dann haben sie irgendwann in eine eigene Pad-Manufaktur oder Fabrik investiert und stellen auch ihre eigenen Pads her. Und seit kurzem stellen sie eben auch ihre eigenen Polituren her. Klar kaufen sie Rohstoffe immer noch ein, aber werden die bei Rupes selbst hergestellt. Und man hat sich da auch wirklich Branchenexperten und Größen eingekauft und angestellt. Und das merkt man an diesen drei neuen Polituren halt wirklich, wirklich stark. Es ist ein riesengroßer Fortschritt zu den alten Rupes-Polituren, insbesondere in Bezug auf drei Aspekte, nämlich die Verarbeitbarkeit oder die Anwenderfreundlichkeit, die Erzeugung, die deutlich reduziert wurde und auch in Bezug auf die Bandbreite der Eigenschaften, weil die DA Coarse reiht sich für mich ein ganz kleines bisschen unterhalb der Audace, aber immer noch hier bei den Top-Polituren ein, wenn es um Cut geht. Die DA Fine, habe ich euch schon gesagt, kommt unglaublich nahe an das ran, was die Sonax X0406 ohne die Perfect Finish kann. Reiht sich also hier bei den Medium-Polituren ebenfalls sehr, sehr weit oben ein und ist auch aus meiner persönlichen Sicht einmal mehr die bessere Wahl, als es eine Mezzana 2500 oder eine Cochemy hier ist. Und die Rupes Uno Pure wird zwar definitiv als absolute Spezialpolitur, wenn ihr mit absolut kratzerempfindlichen, weichen Oberflächen zu tun habt, ist das eine Überlegung wert, bevor ihr zu Polituren mit Füllern, wie jetzt zum Beispiel der CarPro Essence oder der Labo Cosmetica Fiero greift, solltet ihr es immer erstmal mit einer Politur ohne Füllstoffe versuchen, wie eben der Menzerna 3800 oder der Uno Pure. Hier ist der Unterschied nicht ganz so groß, ich würde die ungefähr als gleichwertig erachten, aber dann wisst ihr jetzt hier, wie ihr diese Polituren einordnen könnt. Ich hoffe, dieses Video war für euch spannend und vor allem auch aufschlussreich, sodass ihr einiges über die neuen Polituren von Rupes und diejenigen von Labo Cosmetica lernen konntet. Schaut euch diese Polituren definitiv mal an. Schaut euch diese Polituren vor allem dann an, wenn ihr noch Einsteiger seid, weil aus meiner persönlichen Sicht seid ihr hier deutlich besser beraten als zum Beispiel mit Polituren von Menzerna oder Cochemy, die so häufig in Einsteigersets drin sind, weil nochmal absolute Top-Polituren aus meiner Sicht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben da lasst oder wenn ihr den Kanal mit einem kostenlosen Abo unterstützt und wenn ihr zum nächsten Video von mir oder von Sebastian wieder einschaltet. Servus!